Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Mini-Impuls, zum Tagesevangelium, wo wir im Lukas-Evangelium betrachten, wie Jesus mit seinem allmächtigen Wort zu einem toten jungen Mann sagt: Ich befehle dir, steh auf. Bei der Betrachtung hat mich dabei sehr berührt, dass Jesus mit seinem allmächtigen Wort das Gleiche zu uns allen sagen wird. Am jüngsten Tag, wenn erscheinen wird zur Auferstehung der Toten, wird es uns allen sagen: Ich befehle dir, steh auf. Und wir alle werden aus unseren Gräbern auferstehen, um einst ewig bei ihm zu sein. Jesus, ich glaube, dass du der allmächtige Gott bist und uns die Auferstehung der Toten schenken wirst. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der die Kraft hat, die Toten lebendig zu machen, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef und des heiligen Schutzengel und Namenspatrone, löse ich euch von allen Flüchen, Verwünschungen und negativen Festlegungen. Trenne alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von allen Glaubenszweifeln, allen Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile und schütze euch und eure Familien, der allmächtige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.